Ich begrüße Sie zur zweiten Folge unserer Sendung der Betrachtungsweise Geopolitische Hintergründe und was es damit auf sich hat, was die Supermächte beabsichtigen. Wir versuchen darüber Aufklärung zu bekommen mit dem Hochschulprofessor Dr. Hans Neuhoff. Unsere zweite Folge beschäftigt sich, was ist und wie funktioniert Geopolitik? Grundbegriffe der Realismustheorie. Dazu begrüßen wir. Liebe Zuschauer, wir begrüßen zum zweiten Teil unserer vierteiligen Sendereihe den Hochschulprofessor, Professor Dr. Hans Neuhoff. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ich grüße Sie, Herr Weber. Ich grüße auch die Zuschauer. Heute unser Thema, was und wie funktioniert Geopolitik? Grundbegriffe der Realismustheorie. Spannendes Thema. Steigen wir doch gleich mal ein. Geopolitik, wie funktioniert die? Ja, es ist in der Tat sehr wichtig, Herr Weber, für die Auseinandersetzung mit den Ereignissen, mit denen wir es gegenwärtig geopolitisch zu tun haben, auch eine Theorie zur Verfügung zu haben, mit deren Hilfe wir eben die Dinge einordnen können, erklären können, besser verstehen können und auch voraussagen können, was geschehen wird. Ich möchte, bevor wir ins Thema einsteigen, in Erinnerung rufen, dass die Osteuropa-Historiker, die sich gegenwärtig zum Ukraine-Krieg zu Wort melden, das überhaupt erst tun, seitdem der Krieg ausgebrochen ist und jetzt gewissermaßen im Nachhinein uns erklären, wie das Ganze zu verstehen sei. Exemplarisch der besagte Professor Klaus Gestwer von der Universität Tübingen, der eben in einem YouTube-Vortrag, bei dem bezeichnenderweise die Kommentarfunktion deaktiviert ist, uns erklärt, dass das Ganze eben aus, also der Krieg aus der russischen Geschichte heraus zu verstehen sei, dass es sich also um einen weiteren Fall von russischen Imperialismus handelt. Dieser Klaus Gestwer hat in den ganzen Jahren zuvor sich überhaupt gar nicht zum Thema geäußert. Im Februar 2022 kommt überhaupt ein erster Beitrag zu der ganzen Problematik. Während auf der anderen Seite ein theoriegeleiteter Politologe wie John Mearsheimer von der Universität Chicago im Jahr 2015, Herr Weber, exakt vorausgesagt hat, was passieren wird. Das ist sehr eindrucksvoll. Und wenn man sich fragt, warum haben die Osteuropa-Historiker das nicht hinbekommen und warum konnte Mearsheimer das so genau voraussagen, dann lautet die Antwort, die Osteuropa-Historiker definieren den Gegenstand falsch und arbeiten theorielos. Und Mearsheimer auf der anderen Seite definiert den Gegenstand richtig, nämlich als einen Fall von Geopolitik und nicht als einen Regionalkonflikt. Und er verfügt über eine Theorie, und zwar eine Theorie der Geopolitik, mit deren Hilfe er eben sehr genau voraussagen konnte, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Und damit sind wir beim Stichwort Geopolitik. Geopolitik betrifft das Handeln von Großmächten im System der internationalen Beziehungen. Und da ist es eben wichtig zu wissen, dass es nur Großmächte sind, die dieses System prägen. Es sind nicht die Klein- und Mittelmächte. Und Klein- und Mittelmächte sind gut beraten, sich umzusehen, wie ihr eigenes Handeln von den Großmächten wahrgenommen wird oder von der Großmacht wahrgenommen wird, in deren Einflusssphäre sie sich befinden. Großmächte beanspruchen Einflusssphären. Das kann man bedauern. Man kann auch sagen, das ist völkerrechtswidrig. Kann man alles sagen, aber de facto tun sie es. Das hat die Geschichte gezeigt und auch die USA tun es. Die USA besitzen seit den 1820er Jahren die sogenannte Monroe-Doktrin, die im Kern besagt, dass in der westlichen Sphäre keine andere Macht als die USA selbst Fuß fassen darf. In den 1820er Jahren konnten die USA das noch nicht umsetzen. Das war zunächst mal eine Doktrin, also eine politische Leitlinie. Aber nach Erlangung
der nach Befriedung der inneramerikanischen Spannungen, also nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865 und der danach folgenden Industrialisierung, haben die Amerikaner die Doktrin sofort umgesetzt, nämlich insbesondere mit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898, als sie eben versucht haben, die Spanier aus der Karibik rauszuschmeißen. Die waren praktisch für sie eine raumfremde Macht dort. Und das haben sie mit Erfolg getan. Der dauerte ja nur wenige Monate. Und gleichzeitig haben sie versucht dann, die Spanier eben auch von den Philippinen zu vertreiben und haben selbst dann, als die philippinische Unabhängigkeitsbewegung aufkam, ihrerseits im amerikanisch-philippinischen Krieg diese Unabhängigkeitsbewegung niedergeschlagen und besitzen seitdem oder haben seitdem eben dort im Westpazifik die Füße auf dem Boden. Und das heißt, die Amerikaner haben ab dem Moment, wo sie es konnten, eine Einflusssphäre nicht nur definiert, sondern auch mit militärischen Mitteln umgesetzt und abgesichert. Und die Theorie des Realismus sagt ja, dass Großmächte Einflusssphären beanspruchen. Wie gesagt, das kann man moralisch kritisieren, man kann aber nicht verhindern, dass sie das trotzdem einfach tun. Und das tut eben auch Russland. Und Russland versteht sich als Großmacht, sicherlich nicht mehr auf Augenhöhe mit den USA, versteht sich aber als Großmacht. Und die Ukraine war und ist gewissermaßen auch noch als Pufferstaat für die Ukraine, für Russland unverzichtbar. Die Russen haben ja sehr viel an Einflusssphäre abgeben müssen, mit der Auflösung des Warschauer Paktes, mit der Auflösung der Sowjetunion. Viele ehemalige Warschauer Paktstaaten sind heute NATO-Mitgliedstaaten, sie sind EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, aus russischer Sicht ist die Einflusssphäre der USA immer näher an die russischen Grenzen herangerückt. Und die rote Linie war dabei die Ukraine. Das haben die Russen auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und übrigens nicht nur die Russen, sondern auch der bedeutende amerikanische Geostratege Zbigniew Brzezinski hat in seinem berühmten Buch The Grand Chessboard, zu Deutsch Die einzige Weltmacht, 1997 erschienen, wo im Grunde genommen diese ganzen Pläne auch schon ausgebreitet werden, hat er sehr deutlich gesagt, dass die Ukraine für Russland eine absolut zentrale strategische Bedeutung hat. Wegen der damit verbundenen Ressourcen, wegen einer Bevölkerungsgröße von 44 Millionen und wegen des Zugangs zum Schwarzen Meer, wo die kaiserlich-russische Flotte seit über 150 Jahren lag und die Vorstellung, dass im Hafen von Sewastopol eben nicht mehr die russische Marine, sondern amerikanische Flugzeugträger anlegen, muss für die russische Führung unerträglich sein. Deswegen bedeutete die Ukraine im Unterschied etwa zu den baltischen Staaten eine klare rote Linie. Und das war den Amerikanern, Herr Weber, auch bekannt. Es gibt ein sehr wichtiges Dokument aus dem Februar 2008, nämlich eine E-Mail, die der damalige amerikanische Botschafter in Moskau, William J. Burns, an die damalige Außenministerin Condoleezza Rice gesandt hat. Das war im Vorfeld des NATO-Gipfels von Bukarest im April 2008. Dieser NATO-Gipfel hat eine Berühmtheit dadurch erlangt, dass eben im Schlusskommuniqué verkündet wurde unter Punkt 23, dass die Ukraine und die NATO, die Ukraine und Georgien NATO-Mitglieder werden. Es war auch bekannt, dass das auf der Agenda stand. Der damalige ukrainische Präsident Juschtschenko hatte einen Antrag gestellt zum NATO-Gipfel für einen sogenannten MAP, die Eröffnung eines Membership Action Plans für die Ukraine, also die Eröffnung der Vorstufe zur Aufnahme in die NATO.
Und der Burns, der amerikanische Botschafter in Moskau, hat in dieser besagten E-Mail an Condoleezza Rice ausdrücklich davor gewarnt, diesen Schritt zu gehen. Er schreibt darin, dass nicht nur Putin, sondern die gesamte russische Elite und er sagt auch die schärfsten liberalen Kritiker Putins sind der Meinung, dass eine Aufnahme der Ukraine in die NATO zentralen russischen Sicherheitsinteressen widerspricht und deswegen inakzeptabel ist. Der Burns spricht von the brightest of red lines, das ist also die hellste aller roten Linien ist die Ukraine. Und im Übrigen muss man hinzufügen, auch die ukrainische Bevölkerung sah das so. Wir haben ja die Umfragen, es gibt eine Wikipedia-Seite, wo die ganzen Umfrageergebnisse aus der Zeit dokumentiert sind. Eine deutliche Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung wollte die NATO-Mitgliedschaft nicht. Und sie hat das auch zum Ausdruck gebracht, indem sie ja dann 2010 Viktor Janukowitsch zum Präsidenten gewählt hat, der erklärtermaßen keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wollte, sondern eine Brückenfunktion der Ukraine wollte. Wir wissen, was passiert ist mit dem Euromaidan am 20. Dezember 2013. Januar, Februar 2014 ist er vertrieben worden. Und all das ist im Grunde genommen Geopolitik, Herr Weber. Es ist das Umsetzen einer Grand Strategy der USA, die Ukraine eben aus der russischen Einflusssphäre herauszulösen und sie in die westliche Einflusssphäre einzubinden. Damit war leider der Konflikt vorprogrammiert, denn wie gesagt, Russland versteht sich auch als Großmacht oder als eine Macht, die den Großmachtstatus zu verteidigen versucht. Und es war klar, dass Russland das nicht hinnehmen wird. Insofern, ja, Geopolitik ist das Handeln von Großmächten im System der internationalen Beziehungen. Und wenn man sich jetzt die Realismustheorie noch ein bisschen weiter anschaut, dann wird man sehen, leider, dass das Handeln aller Akteure von der Theorie ziemlich genau vorausgesagt wird. Nun haben Sie spannende Ausführungen gehabt. Sie hatten wieder John Mersheimer erwähnt, der leider Gottes zu wenig Beachtung findet in den gängigen, nicht den gängigen Medien, in diesen Mainstream-Medien. Lassen Sie mich dieses Wort verwenden. John Mersheimer ist der Ansicht, und er hat es ziemlich gut belegt, dass die Amerikaner an diesem Konflikt schuld sind. Alles, was wir jetzt hören, hat ja im Endeffekt die Deutung, dass es Worst Case zu einer atomaren Auseinandersetzung kommen kann. Hat aber auch die Begrifflichkeit, dass der Mensch eigentlich nur noch eine Masse ist, eine formbare Masse. Das einzelne Individuum interessiert doch durch die Vorgehensweise dieser Großmacht überhaupt nicht mehr. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, und das sollten sich die Menschen im Klaren sein, die für bedingungslose Unterstützung plädieren, die sagen, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Der Umkehrschluss ist, Russland wird diesen Krieg verlieren. Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Nach Ihren Aussagen, und die teile ich, wird es dazu kommen, dass Russland dann Atomwaffen, sei es nun begrenzte Schläge oder was, immer einsetzen wird. Haben Sie die Befürchtung, dass diese Annahme sich in Realitätspolitik umsetzen kann? Also zunächst mal ist dazu, Herr Weber, festzustellen, dass bei beiden Seiten das Interesse erkennbar ist, diesen Eskalationsschritt zu vermeiden. Die Russen haben ja sowieso, die russische Nukleardoktrin sieht ja sowieso keine nuklearen Erstschläge vor. Und im Unterschied zur amerikanischen im Übrigen. Allen Beteiligten ist klar, was das für ein Desaster wäre, welcher Preis da gezahlt würde, für Interessen, die den furchtbaren Verlusten, die sich damit verbinden, in gar keiner Weise entgegenstehen. Und von daher gibt es das Interesse beider Seiten, es nicht so weit kommen zu lassen, aber jetzt kommt das große Aber. Die Geschichte hat gezeigt und auch die Theorie kann das nicht übersehen. Wenn eine Großmacht tatsächlich
erkennt, dass sie ihren Status zu verlieren droht, dann, wenn sie sich gewissermaßen eingekesselt, an die Wand gedrückt fühlt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch riskante Wege beschreitet und dass sie auch auf die äußersten Mittel zurückgreift. Insofern, ich sage nicht, dass es zu einer nuklearen Eskalation kommt, aber ausschließen können wir das nicht. Und allein das sollte eigentlich schon genügen, um hier andere Wege, nämlich endlich den Verhandlungsweg auch ernsthaft und engagiert, gerade von mitteleuropäischer Seite, zu verfolgen. Sollten wir uns die Aussagen von Annalena Baerbock noch einmal in Erinnerung rufen, die jüngsten Aussagen, derzeit ist es unmöglich, sich mit Putin an einen Tisch zu setzen und gar über Waffenstillstand zu reden. Und das sind Aussagen einer völlig unerfahrenen Frau, die hier doch einen gewissen Intellekt vermag vorzuspiegeln, der immer deutlicher wird, nicht vorhanden ist. Lassen Sie mich auf ein Thema kommen, das ist das Thema Macht und Angst. Wir haben das ja seit geraumer Zeit erlebt, wir erleben das seit der Bankenkrise, die Lehman-Pleite, wir erleben das, dass man sagt, wir müssen retten, wir müssen retten, wir müssen die Banken retten, wir müssen Griechenland retten, wir müssen die Welt retten, wir haben Corona, wir müssen das Klima retten. Macht und Angst. Lassen sich die Menschen dadurch durch das rationelle Denken nehmen und gehen sie mehr dann nach dem Gefühl, um Gottes Willen, es gibt ja Menschen, die uns helfen, oder ist das ein Trugschluss? Also das Thema Macht und Angst kann man jetzt unter verschiedenen Aspekten betrachten. Zum einen, da komme ich vielleicht im zweiten Schritt drauf, ist das auch ein wichtiger Aspekt in der Theorie der Geopolitik. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist zunächst einmal das Erzeugen von Angst zum Zwecke der Tagespolitik. Und das heißt, den Bevölkerungen Angst einzuflößen vor bestimmten Ereignissen, um auf diese Art und Weise eben Bereitschaften zu erzeugen, dem empfohlenen Regierungshandeln zu folgen. Damit wird auf allen Ebenen gearbeitet. Der krasseste Fall, den wir in der jüngeren Vergangenheit gehabt haben, war die sogenannte Corona-Pandemie, wo mit systematischer Angsterzeugung gearbeitet worden ist. Heute fragen sich viele, ja, wie konnte das dazu kommen? Selbst die Medien betreiben Selbstkritik. Jeder, der diesbezüglich in der Zeit selbst klares Denken bewahrt hat, der hat das natürlich gesehen, dass hier mit diesen Mitteln gearbeitet worden ist. Und gegenwärtig wird auch im Verhältnis zu Russland damit gearbeitet. Ich meine, man muss sich mal klar machen, Herr Weber, 2018 hat in Russland noch eine Fußballweltmeisterschaft stattgefunden. Also niemand hat davon geredet, dass Russland jetzt im Begriffe ist, einen Raubzug durch Osteuropa zu starten und der dann auch auf Mitteleuropa ausgedehnt werden könnte. Das war überhaupt gar nicht Thema. Das ist aufgebaut worden als neues Narrativ, seitdem man der Meinung war, dass die Ukraine jetzt so weit ist, diesen Kampf gewissermaßen auch führen zu können. Seitdem ist das politisch und auch medial gepusht worden. Und ja, das Ergebnis ist das Desaster, in dem wir uns heute befinden, aus dem herauszukommen, sehr schwierig sein wird. Aber das Schwierig zweite bis Thema, hin. der zweite Punkt, den wir angesprochen haben, Macht und Angst, das betrifft jetzt eben die Theorie der Geopolitik. Man muss zunächst einmal wissen, dass eben das System der internationalen Beziehungen dadurch gekennzeichnet ist, dass es in ihm keine über den Staaten liegende Ordnungsmacht gibt. Das System der internationalen Beziehungen besteht aus dem Status und den Verhältnissen der Staaten untereinander. Es wird dominiert, wie ich schon sagte, von den Großmächten. Und es gibt darüber keine Instanz, die für Ordnung sorgen könnte. Deswegen
sagt man auch, dass das System der internationalen Beziehungen ein anarchisches System ist, ein herrschaftsloses System ist. Das griechische Wort Archia bedeutet ja Herrschaft. Eine Monarchie ist eben eine Einherrschaft. Der Monarch ist der Einherrscher, derjenige, in dem sich die gesamte Staatsgewalt verkörpert. Und Anarchie ist praktisch die Negation, ist ein Negationspräfix und heißt Herrschaftslosigkeit. Das internationale System ist ein anarchisches System. Und in diesem System geht es den Staaten um Überleben. Sie müssen selbst für ihren Erhalt sorgen, weil es eben keine übergeordnete Instanz gibt, die das tun würde. Und in Notfällen gibt es auch niemanden, den man anrufen kann und der zur Hilfe kommt, sondern man muss für sich selbst sorgen. Man muss zunächst einmal für den Selbsterhalt sorgen. Das ist das primäre Ziel. Warum ist das das primäre Ziel? Weil wenn man sich nicht selbst erhält, werden alle anderen übrigen Ziele obsolet. Das ist die Grundvoraussetzung, die geschaffen werden muss. Und nun kommt hinzu, dass dieser Kampf um den Selbsterhalt unter der Bedingung, wie die Theorie sagt, einer strukturellen Ungewissheit stattfindet. Das heißt, man weiß nie, wie die Intentionen und auch die militärischen Fähigkeiten der anderen Mächte eigentlich sind. Und deswegen ist das Beste, was man tun kann, für eigene Stärke zu sorgen, sich eine Einflusssphäre zu verschaffen, also Hegemonie zu erlangen, Hegemon zu werden in einer Region, so wie die USA das im Westen sind. Kein Amerikaner geht abends ins Bett und mit der Sorge, dass aus der Nachbarschaft ein unerwarteter Überfall auf die USA erfolgen könnte. Das ist ausgeschlossen. Die USA sind der Regionalhegemon im Westen. Und das ist im Prinzip das Ziel jeder Großmacht. Das heißt, sich eine Einflusssphäre zu verschaffen, in welcher sie maximale Sicherheit besitzt und das Handeln der Großmächte im Rahmen von Geopolitik besteht eben genau darin, in dieser strukturellen Sicherheitskonkurrenz eine möglichst starke Machtposition zu erlangen. Ja, und Das ist dieser Aspekt der erste wichtige Punkt. Ja, bitte. der zentralen Hegemonie, also eine darüber hinausgehende, ist nur schwer zu erzielen nach meiner Ansicht. Sie sprachen vom Thema Selbsterhalt. Der Selbsterhalt beginnt ja nun mal bei jedem einzelnen Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass wir jetzt, lassen Sie mich auf Deutschland kommen, dass wir im Augenblick viel tun, um den Selbsterhalt dessen, was wir nach dem Nationalsozialismus erarbeitet haben, dass dieser Selbsterhalt wertgeschätzt wird und dass daran A gearbeitet wird, dass er erhalten wird? Also, Herr Weber, mir scheint, dass die europäischen Länder insgesamt, aber allen voran Deutschland, sich in einer existenziellen Krise befinden, die sehr viel tiefer greift noch als nur in militärischer Hinsicht, den Selbsterhalt nicht mehr sichern zu können, also hier den Selbstschutz zum Zwecke des Selbsterhalts sichern zu können. Das greift noch sehr viel tiefer. Denken Sie an die demografische Krise, an den demografischen Wandel, den wir eigentlich seit den 1970er Jahren kennen. Also der Einbruch der Geburtenzahlen beginnt in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, als die sogenannte Antibabypille auf den Markt kam, die ihren Namen wohl verdiente, denn sie hat eben in der Tat für nahezu eine Halbierung gesorgt in der Stärke der Geburtenjahrgänge ab den 1970er Jahren. Das heißt, die ganzen Probleme, auf die wir da zukommen würden und die ja jetzt Mitte der 2020er Jahre, wo die geburtenstarken Jahrgänge zuvor, also bis Mitte der 1960er Jahre in den Ruhestand gehen, das war alles vorhersehbar. Und Politik denkt einfach nicht so weit. Und hier hat also eine förmliche
Selbstaufgabe auch stattgefunden. Und diese ganzen Vorstellungen, das durch Zuwanderung ausgleichen zu können, implizieren. Das ist ja seit den 1990er Jahren, ist das ja im Rahmen der UNO aufgekommen, diese ganze Debatte um Replacement Migration, wie es dort heißt. Das übersieht eben, dass Zuwanderer natürlich eine viel geringere Bindung haben an ein Land, das eben auch eine Geschichte hat, das eine Kultur hat, das eine Sprache hat, das Traditionen hat. Das ist völlig natürlich, dass Zuwanderer dort nicht eine solche Bindung empfinden. Und in dem Maße, in dem eben dann auch der Anteil an Personen steigt in einem Land wie eben in Deutschland, die keine solche Bindung an Deutschland empfinden, beginnt sich gewissermaßen auch die Nation aufzulösen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und man kann das an vielen kleinen Alltagsbeispielen, Episoden, kann man das verifizieren. Also wenn, Herr Weber, wenn Deutschland gegen die Türkei spielt im Fußball, dann werden Sie in Berlin Hunderte, wenn nicht Tausende von Taxen finden, die eben natürlich die türkische Fahne herauszeigen. Also auch Türken, die deutsche Staatsbürger sind, sehen sich als von der Nationalität her der Türkei verpflichtet. Und ich studiere das übrigens auch hier im Fußballverein meines älteren Sohnes. Der spielt hier in Bonn bei einem Verein, den man also wirklich als FC Multikulti ansprechen kann, weil die Kinder dort kommen also wirklich aus den unterschiedlichsten Ländern. Hat zur Folge übrigens, dass sie auch dann überwiegend Deutsch untereinander sprechen. Und ich mache mir da manchmal, spreche ich die Jungs an, hey, hier zwei wirklich sehr nette Kolumbianer sind dabei, sie sind in Deutschland geboren, und aber die Eltern kommen aus Kolumbien. Und dann frage ich die, sagt mal, wenn Deutschland gegen Kolumbien spielt, zu wem haltet ihr denn? Die Antwort ist immer das Herkunftsland der Eltern oder der Großeltern. Und das zeigt eben, dass diese Bindung nicht da ist. Und das bedeutet bei diesem strukturellen demografischen Wandel, den wir haben, dass diese Bindungen nachlassen, dass damit natürlich auch die Möglichkeit steigt, dass ein Land wie Deutschland sich tatsächlich einem europäischen Superstaat anschließt, weil es eben keinen nationalen Widerstand mehr dagegen gibt. Also an dem Punkt sehe ich auch eine Selbstaufgabe, so wie Sie das eben angesprochen haben. Es betrifft nicht nur die militärische Seite, es betrifft eben auch die soziale Seite in hohem Maße. Ja, ein Aspekt, der uns nachdenklich stimmen sollte und der Realität nicht ausweichen kann. Sie sprechen von Politik, von Vorhersehbarkeit, die Geburtenstaatenjahrgänge, die Antibabypille. Sehen Sie in der Politik das, was wir einst erlebt haben? Die mittelständischen Unternehmen, Herr Professor Neuhoff, haben sich früher Kleinbetriebe, Mittelstandsbetriebe um ihre Mitarbeiter gekümmert. Wenn die älter waren, Sozialverträge und, und. Dann kamen die AGs, die Vorstandsvorsitzenden haben zu den eigentlichen Angestellten und Arbeitern eigentlich keine Beziehung mehr. Es kam der Oberbegriff Shareholder Value, das heißt also zugunsten der Anleger. Sehen Sie es in der Politik genauso? Der kurzfristige Erfolg, Umfrageergebnisse sind entscheidend. Wir erleben das im Sport. Sie sprachen Fußball an. Bayern München, der erfolgreichste Verein mit in Deutschland vor Dortmund. Dass wir dort erleben, es wird nicht mehr auf Langfristigkeit, sondern wir müssen international spielen. Wir brauchen Erfolge. Dass man sagt, Nachwuchs wird nicht mehr in dem Maße gefördert wie notwendig, ist das allgemein gesellschaftlich in dieser Form zu erkennen, dass wir diesen Weg gehen und insbesondere in der Politik, da sage ich, ich will Kanzler bleiben, ich will meinen Ministerposten. Die Legislaturperiode ist für mich entscheidend, anstatt langfristig zum Wohle der Menschen, die hier leben, zu denken. Also ich würde Ihnen zustimmen, dass wir insgesamt einen Rückgang des langfristigen Denkens, des strategischen Denkens in der Politik feststellen können. Also der klassische Ansatz staatsmännischer Verantwortung hat in längeren Zeiträumen gedacht.
Wie das zu erklären ist, ist eine Frage der Spekulation. Ich selbst halte für sehr bedeutend auch eben die Medienentwicklung, das heißt die unglaubliche Beschleunigung, die stattgefunden hat in der Erzeugung von Informationen, in der Distribution von Informationen, die eben traditionelle Formen der Selbstvergewisserung, also wie zum Beispiel das Lesen von Büchern, weitgehend obsolet gemacht haben. Also wir wissen das ja schon, dass dieser Satz vom Ende der Gutenberg-Galaxis von Marshall McLuhan, der besagt ja nichts anderes, als dass eben das Buchzeitalter eigentlich vorbei ist und wir einen Beschleunigungseffekt erleben, hin zu neuen Medien, die immer sehr tagesaktuell produzieren und damit auch die Zielsetzungen der Menschen, den ganzen Denkrahmen immer weiter verkürzen und auf diese Art und Weise die Reflexion, das Nachdenken über die längerfristigen Folgen des eigenen Tuns und auch die Möglichkeiten längerfristiger Zielsetzungen immer mehr unmöglich machen. Und damit geraten wir in echte Gefahren hinein. Also man sollte sehen, Herr Weber, dass die europäische Kultur, es geht ja auch hier um den Vergleich von Kulturen und auch die Konkurrenz zwischen großen Kulturräumen. Die europäische Kultur war über Jahrhunderte auch eine Kultur des geschriebenen, des gedruckten Wortes. Was ist so bedeutend an Schriftkultur? Bedeutend ist, dass wenn man etwas aufschreibt, wenn man zum Beispiel einen Brief schreibt oder wenn man einen Aufsatz schreibt, dass einen die eigenen Gedanken dann ja gewissermaßen angucken. Und man sieht dann, ach, eigentlich muss ich erst das sagen, bevor ich diese Schlussfolgerung ziehen kann. Und man beginnt die Gedanken zu ordnen, zu sortieren, in eine sinnvolle Abfolge zu bringen. Und der ganze Modus, in dem das stattfindet, ist ein reflexiver Modus. Und dadurch ist europäische Kultur wesentlich geprägt durch diese Form der Schriftlichkeit. Und das geht eben mit den neuen Medien zurück. Schrift, ausgearbeitete Texte, Reflexionen gehen zurück zugunsten spontaner oder auch scheinspontaner Verhaltensweisen, deren Horizont entsprechend enger ist, deren Reflexionsgrad geringer ist und der dann eben auch nicht mehr dazu befähigt, längerfristig geordnet zu denken und dann auch zu handeln. Und die Konsequenzen sind die von Ihnen beschriebenen, nämlich, dass wir immer kürzerfristiger agieren und damit dann eben auch in Dinge hineinlaufen, die wir dann so eigentlich gar nicht gewollt haben, aber durch unsere eigene Unbedarftheit, wenn Sie so wollen, heraufgeführt haben. Lassen Sie uns zum Schluss unserer zweiten Sendung noch einmal rekapitulieren, die Thematik Realismustheorie im Verhältnis zum Ukraine-Krieg. Dass wir das noch mal betrachten, dass wir hier wirklich jetzt mal sagen, der Ukraine-Krieg im Lichte der Realismustheorie. Also ein zentraler Begriff, ein zentrales Konzept in der Realismustheorie ist die sogenannte Balance of Power, das Mächtegleichgewicht. Wenn die Großmächte sich in einem ungefähren Kräftegleichgewicht befinden, dann herrscht Ruhe, dann herrscht Frieden. Das war zum Beispiel während des Kalten Krieges der Fall. Dort hatten wir zwei Großmächte. Die USA auf der einen Seite, die Sowjetunion auf der anderen Seite. Und bei allem Bedrohungspotenzial, das beide aufgebaut haben, Bedrohungs- und Abschreckungspotenzial, ist es nicht zum Krieg gekommen. Wenn ein solches Gleichgewicht der Mächte verloren geht, steigt die Wahrscheinlichkeit von Konflikten. Insbesondere dann,
wenn eine der Mächte dann eine unilaterale Weltpolitik anstrebt, wie die USA das ja erklärtermaßen getan haben, mit der Wolfowitz-Doktrin 1992, mit der Bush-Doktrin 2002, eine unilaterale Weltordnung mit dem Anspruch der USA, überall dort, wo sie es für erforderlich halten, intervenieren zu dürfen. Und das ist in hohem Maße konfliktträchtig. Wenn man also jetzt den Ukraine-Krieg im Lichte der Realismus-Theorie rekapituliert, dann ist erkennbar, dass es sich um einen Konflikt von Großmächten handelt. Die USA haben die Niederlage, wenn Sie so wollen, der Sowjetunion im Kalten Krieg genutzt, um die eigene Machtsphäre weiter auszudehnen mit der NATO-Osterweiterung insbesondere. Das führte dann so weit, dass sich eben eine ehemalige oder noch Großmacht wie Russland existenziell bedroht sah und, wie die Theorie das voraussagt, dann auch bereit ist, zum äußersten Mittel zu greifen, um das zu verhindern, was für sie die endgültige Degradierung bedeuten würde, nämlich den Verlust der Ukraine als Teil ihrer Einflusssphäre, mindestens aber als Pufferstaat zum Westen. Und insofern, ja, wie ich eingangs sagte, John Mearsheimer hat 2015 die Ereignisse vorausgesagt und hat sie genau mit dieser Begründung vorausgesagt. Und die Theorie, auf die er da zurückgreift, also die Realismustheorie der internationalen Beziehungen, die hat seitdem schon eine jahrzehntelange Tradition, ist aber von Mearsheimer selbst modernisiert worden, nämlich um die Variante des sogenannten offensiven Realismus im Unterschied zum defensiven Realismus. Die defensiven Realisten sagen, eine Großmacht wird ihr Expansionsstreben nur so weit treiben, bis sie eine regionale Sicherheit erlangt hat. Die offensiven Realisten sagen, es kann nie genug sein. Jede Chance, das eigene Machtspektrum zu vergrößern, wird genutzt. Und genau das haben die USA eben mit der NATO-Osterweiterung getan. Insofern ist es übrigens ein theoriekonformes Verhalten der USA, aber eben auch mit der Konsequenz, dass es den Widerstand einer anderen Großmacht dann herausfordert. Und das führt dann eben zum Konflikt. Und wenn es nicht gelingt, diesen Konflikt beizulegen, dann mündet er in den Krieg. Und das ist bedauerlicherweise die Situation, in der wir uns heute befinden. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle verweise ich, bevor ich mich bei Ihnen und bei Professor Neuhoff bedanke, auf den dritten Teil unserer Sendereihe. Wir haben ja vier Sendungen. Der dritte Teil: Multipolare Weltordnung, Akteure, Interessen und Konfliktlinien. Ja, insofern herzliches Dank fürs Einschalten. Bei Ihnen danke fürs Interview und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Ihnen, Herr Weber, und auf Wiederhören an die Zuschauer bis zur dritten Sendung.